Herzlich willkommen zur neuen Folge Crossout. Wir sind letzte Folge, also gestern, auf Level 7 aufgestiegen. Haben jetzt hier maximale Bauteilanzahl auf 35 angehoben. Tornado mal 1, was ist das? Oh, verdammt. Ja, regelmäßige gefährliche Regionen des Westens vorstoßen, die stärkeren Gegner beheimaten. Du bist sicherlich schon Gegner begegnet, die über seltene Waffen verfügen und weißt, wie gefährlich die sein können, okay? Zum Glück kannst du jetzt auch Schaden herstellen, Sachen herstellen. Die härter reinhauen als unser gutes altes Maschinengewehr. Werkbänke gibt es allerdings nicht im Überfluss, daher musst du sie mieten. Wenn du sie nutzen willst, keine Sorge, du kannst konstruierte Bauteile auf dem Markt verkaufen und so schwarze Zahlen schreiben. Überleben, da verpasst nicht die Snakebite-Paket. Nein. Erstmal nicht. So, wir gucken mal, was wir jetzt Schönes dazu bekommen haben. Was ist denn Tornado? Fahrgestell 2x4, 6x4. Aber ich will mehr PS am liebsten. Wo kriege ich PS her? Warte mal, ich mach mal. Fahrgestell 4x4 mache ich weg. 4x4. Gucken wir mal. Und das machen wir mal weg. Und hier vorne das natürlich aus, so. Und jetzt packen wir das 6x4. Packen wir nach hier hinten. Jetzt muss ich erstmal klarkommen. Drehen. Wie war das Drehen? Drehen, drehen, drehen mit E. Warte mal, Auto anheben. So. Jetzt ist das einmal dran. Und wir haben noch so eins. Auto anheben. Da dran. Nein. So. Jetzt können wir auf jeden Fall mehr Räder dran machen. So, aber was war Tornado? Tornado, Tornado, Tornado. Isotop, Tornado. Toll. Rot. Eine Hecktür könnten wir bauen. Eine Offroad-Stoßstange. Schütze rechts bei Kollision erhöhten Schaden an. Ja, das hört sich doch gut an. Aber dafür haben wir da eigentlich schon die hier. Oder warte mal, wenn wir die nehmen. Ein dahin. Die weg. Und jetzt die. Wo ist er? Offroad-Stoßstange. Schade. Okay, wir machen mal das weg und das weg. Ah, so. Setzen die mal da vorne dran. Powerscore 1600, okay. So, und jetzt. Weil. Können wir theoretisch einfach hier oben drauf setzen. Einmal. Sieht zwar ziemlich scheiße aus, aber dürfte eigentlich funktionieren. Jetzt könnten wir theoretisch noch. Das befestigen. Aber ich glaube, das bringt nichts. So, weg damit. Wie sieht's aus? Energie fehlt uns. LM Cord, SM Hornet. Haben wir denn noch so ein Hornet-Ding? Nee, leider nicht. Ich brauche Munitionsreserve 12, Energieverbrauch 5. Okay, das ist ein bisschen viel. Und jetzt machen wir mal ab. Runter. Auto anheben. Kriegen wir das irgendwie da mit dran? Nein. Schade. Dann kann ich aber auch nochmal das so machen. So. Brauchen wir aber das Ding hier nicht, oder? Bringt uns das Powerscore. Strukturpunkt. Wie viel Struktur haben wir? 512. 1700 PS. So, wir machen es wieder so wie vorher. Fahrgestell 4x4. Nein. Auto anheben. Das geht. Okay.
Nochmal. Fahrgestell 4x4. Nein, das ist falsch. Okay, und nochmal 4x4 mit da hinten dran. Gut. Warum? Achso, weil die andere. Ah, okay, alles klar. Ich verstehe, ich verstehe. Gut, gehen wir ins Gefecht, würde ich sagen. Genug. Genug das Auto angepasst. Können wir noch. Nee, komm, wir machen ein paar Gefechte. Oh, wir können. Ah, wir können hier noch mehr machen. Hol dir das Geschütz. Avenger, 57mm Geschütz. Auf geht's. Bis 1700, 1800. Okay. Das kann ja witzig werden. Das kann richtig witzig werden. Aber wir schaffen das schon irgendwie. Ach, wir sind wieder auf der Map. Alles klar. Lol, jetzt schon zerstört? Fett. So. Den ramm ich einfach weg. Bam. Komm schon, komm schon, komm schon. Den kriege ich. Gegner zerstört, das ist Nummer 2. So, jetzt gucken wir mal, dass wir in deren Basis kommen. Ich hoffe, hier chillt jetzt keiner. Irgend so ein Camper. So, Jungs, Team, kommt mal ran hier. Da sind sie schon, sehr schön. Da helfen sie mir. Oh, das ist einer von uns. Okay, sorry. Unser Auto sieht sogar noch ganz gut aus. Schön. Okay, die nehmen unsere Basis ein, aber eigentlich müssten wir schneller fertig sein. Haben wir noch die Stoßstange? Ne, die Stoßstange ist schon weg, schade. So, unser ganzes Team ist hier. Und das Ding ist eigentlich, müsste das gewonnen sein. Ja, da haben wir es gewonnen. Und wir sind mitverantwortlich dafür. Das ist doch geil. Und wir haben kleine Reifen. Toll. Haben wir ja nicht schon, keine Ahnung wie viel. First Blood war der erste, der einen Gegner im Gefecht zerstörte. Sehr schön. 5 Benzin mit rausgenommen. Perfekt. 3945 Reputation erhalten. Und wir sind bald Fahrer Level 3. Ich glaube, nach der Runde, wenn wir die jetzt gewinnen, sollten wir Fahrer Level 3 sein. Sehr schön. So. Gucken wir mal, wo wir hier am besten hinfahren. Oder am besten Richtung Basis von den Gegnern. Würde ich mal sagen. So, wir warten mal auf ihn hier. Da habe ich ja gerade einen gesehen. Jungs, helft ihr mir? Kommt der nächste. Schön von hinten jetzt angreifen. Oh fuck, was war das? Ah shit. Nein! Oh mein Gott, was war das? Ach du Scheiße. Was ist das für ein kleines Feuerwehrauto? Alter Schwede. Aber es scheint. Ach ne, das war unser. Toll. Kacke. Ja, zerleg ihn, komm. Von ihnen hier. Los. Los, zerleg ihn bitte. Kampf der Titanen oder was? Oh nein, das muss anders aussehen. Kommt. Oh mein Gott, scheiße.
Der holt ihn sich, komm. Warum hat er nur. Warum haben die meisten nur noch einen. Ein Geschütz da oben drauf? Das ist doch kacke. Ey, er kann was. Los. Ah, die nehmen den Punkt ein. Perfekt. Sehr schön. Wenn die das Ding jetzt noch gewinnen, das wäre natürlich richtig fett. Er kommt hupend angerast, alles klar. Läuft bei ihm. Kommt schon, Jungs. Ja, er hat keine Waffen mehr. Klatsch ihn weg, los, klatsch ihn weg, klatsch ihn weg, klatsch ihn weg. Ja, es ist eher noch scheiße. Das ist, ist jetzt irgendwie der am meisten, glaube ich. Ja, 4 Kills hat er gemacht. Knallt sie weg! Knallt sie weg! Oh shit, der ging daneben. Was macht er hier? Komm. Kriegst ihn. Oh nein. Bam! Los! Schieß! Schieß! Warum schießt er nicht? Ach, weil er keine Munition hat. Kacke. Ja. Sieg. Da ist das Ding. Sehr schön. Perfekt, was haben wir hier bekommen? Ein Funkgerät. Geil! Okay, wir brauchen trotzdem noch ein bisschen EP hier. Ja, wir haben auch nur 500 Reputation bekommen. Aber das werden wir diese Folge auf jeden Fall noch schaffen. Wir waren halt wirklich, oder ich war halt heute mal nicht so gut. Aber macht ja nichts, komm. Wenn ich mir das so angucke, soll ich vielleicht doch meine ganzen Geschütze wegpacken und, ich setze mich gleich nochmal hin und guck mir die Dingens an. Hier ist Baumenü. Ich glaube, ich bin komplett falsch gefahren. Kann das sein? Nee, da unten hänge ich schon mal drinne. Da will ich jetzt nicht hin. Komm. Ja, perfekt. Ja, perfekt nicht, aber wenigstens auf den Rücken gefallen. Oh nein, oh nein, oh nein, ich stehe mitten im Feld. Oh, kacke. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Komm schon, wir kriegen den weg. Wir kriegen den weg, wir kommen hier weg. Oh, das ist unserer. Oh Mist, uns fehlt schon ein Reifen. Mein Gott, ich glaube, der hat einen Reifen verloren. Du kleiner Kackvogel. Dich kriege ich. Na komm, ich krieg dich. Oh, Abschusshilfe, Mann, das war meiner. Verdammt nochmal. Oh shit. Jo, das war nicht so gut. Schade, dass es hier nicht irgendwie eine Liste gibt, wo man sieht, wie viele Punkte man gemacht hat. Abschusshilfe. Abschusshilfe. Ich glaube, wir haben an jedem irgendwie ein bisschen Schaden gemacht. Und da ist das Ding schon wieder gewonnen. Sehr schön. Es lag nicht an uns oder mir, aber wir haben es trotzdem gewonnen. Und wir sind Level Up. Wir haben eine neue Fähigkeit. Dann gucken wir doch mal. Fahrer-Generalist hat ein neues Level erreicht. Toll. Danke. Wo war das denn? Scheiße, wo ist das? Hier, glaube ich. Generalist. Verzweifelt, ab Level 3 verfügbar. Schrotflintenschaden plus 1. Ja, wir benutzen zwar keine Schrotflinte. Aber egal. So, und jetzt gucken wir nochmal. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Energie. Liefert Energie 8 Punkte, 7 Punkte. Der verbraucht Energie. Schade.
So, jetzt bin ich am Überlegen. Wie viele Energiepunkte haben wir übrig? 5. Könnte hinhauen. Probieren wir es. Ah, ich will. Ah, warte mal. Ich will noch hier. Die. Oh, ach du Scheiße, was war das denn? Ah ja, haben sie schon. Haben sie schon umgestellt. Sehr schön. Gefecht. Gucken wir mal hier. Oh ja, das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Probieren wir es aus. Ihr wisst doch, probieren ist so mäßig studieren. Ne? Er sagt die ganze Zeit gut gemacht. Alles klar. Oh shit, der war voll daneben. Okay. Hä? Oh nein! Jetzt sehe ich meinen Fehler. Alles klar. Bam, Abschusshilfe. Und nur noch 7 Schuss. Kacke. Wird unsere Base? Ja, unsere Base wird auch eingenommen. Kacke. Na gut, dann müssen wir hier wohl schneller sein jetzt. Indem wir mehr Leute hier drin haben. Und sind wir schneller? Wir sind eindeutig schneller. Sehr gut. Oh Mann, das mit dem Geschütz eben, das hat mich ein bisschen geärgert. Ja, Alter, das war richtig knapp. Aber wir haben gewonnen. Sehr schön. Und wir haben mittlere Reifen bekommen. Okay. Wie viele? Einen wahrscheinlich. Sollten wir da mal gucken, dass wir die... gucken wir doch gleich mal. Aber erstmal machen wir die Mission noch mal. Vielleicht kriegen wir noch einen Reifen. Außerdem macht es gerade wirklich Laune. Und ich will dieses Geschütz testen. Ausgiebigst testen. So. Ja, dass das nur einen beschränkten Radius hat, beziehungsweise Bewegung. Hätte ja sein können. So, wir gucken mal. Oh, wo ist der denn gestorben? Oh, geil, 100. Den holen wir uns jetzt aber. Nein! Oh mein Gott, war das schlecht. Ich glaube, das wird nichts mehr. Oh mein Gott, Abschusshilfe. Ah, ich bin vielleicht ein bisschen... Nein. Ein bisschen zu schnell mit dem Schießen immer. Und... Ach, Mensch. Ah, wir gewinnen das Ding schon wieder durch Punkte, ey. Richtig gut. So, und damit beende ich die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da oder einen Kommentar oder ein Abo. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.